Meine lieben Mitbürger, ich mache Sie darauf aufmerksam, das Urheberrecht zu dem Ruf Hoho gehört einem Herrn Ho Chi Minh in Vietnam. Er ist möglich, dass Sie eine Urheberklage ans Bein bekommen, wenn Sie mit diesem Ruf fortfahren. Liebe Mitbürger, ich werde heute zu zwei Punkten Stellung nehmen. Nochmals zur Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs und dann zur Qualität des im Stresstest für den Tiefbahnhof aufgestellten Fahrplans. Zum Punkt 1. Ich will versuchen, Ihnen eine theoretisch-rechnerische Formel zu erklären, mit der man die Leistungsfähigkeit eines Bahnhofs ermitteln und verändern kann. Ich weiß, das ist ein schwieriges Unternehmen bei einer Demo, aber bei so intelligenten Leuten wie du wird mir das sicher gelingen. Wenn Sie jetzt etwas aufmerksam sind, ich werde Ihnen die Formel vorlesen, wenn Sie schneller sind im Rechnen als ich, können Sie das ja gleich zurufen. In einer rechnerischen Formel kann man Zahlen verändern, wie zum Beispiel, jetzt sind Sie dran, was ist das Ergebnis der Formel 1 und 2 ist gleich 3, prima. Sie haben schon Universitätsprobleme. Setze ich aber zum Beispiel eine 5 ein, lautet die Formel 1 plus 5 ist gleich 6, prima. Einmal 3, einmal 6 und schnell ist die doppelte Leistungsfähigkeit eines Bahnhofs errechnet. Man kann sie errechnen, man kann auch manipulieren, aber Sie haben heute Ihren mathematischen Stresstest bereits bestanden. Eine solche Berechnung hat 2005 ein Stuttgarter Universitätsprofessor angestellt und er kam zur Aussage, der Tiefbahnhof ist doppelt so leistungsfähig als der Kopfbahnhof. Er kam zu dieser Aussage, weil er für die Haltezeit aller Regionalzüge im Tiefbahnhof nur eine Minute angesetzt hat, für den Kopfbahnhof aber 6 Minuten. Woher er die Zahlen hat, er hat ehrlich geantwortet, die hat mir die Deutsche Bahn geliefert. Mit dieser Aussage aber der doppelten Leistungsfähigkeit wurden von Politikern Verträge unter falscher Voraussetzung unterschrieben. Und wir haben den Prozess vor dem Verwaltungsgericht wegen dieser Aussage der doppelten Leistungsfähigkeit verloren. Werden aber Verträge unter falscher Voraussetzung geschlossen, können sie gekündigt werden oder der Ausstieg muss eingeklagt werden. Von wem muss geklagt werden? Nicht von mir und nicht von Ihnen, sondern von der Justiz, von der Landesregierung und auch wohl vom Justizministerium. Und dieses Ressort gehört der SPD. Über einen Minister steht aber der Ministerpräsident und ich hoffe, dass dieser weiß, denn die Bahn macht, was sie will und verschleiert die wirklichen Kosten. Ist die Bahn ein Staat, auch im Bundesland Baden-Württemberg? Frage an die Regierung, wann regiert die neue Landesregierung?
weil in der Berechnung der Bahn einer sogenannten rechnerischen Simulation, die auch Stresstest genannt wird, für den Tiefbahnhof eine höhere Leistungszahl als beim Kopfbahnhof angesetzt wurde. So wurde von der DB AG behauptet, die Höchstzahl im Kopfbahnhof betrage Stunde 7, 37 Züge und im Tiefbahnhof 49. Wo liegt der falsche Fehler begründet? Ich habe in der Schlichtung nachgewiesen, dass derzeit im Kopfbahnhof Stunde 7 die DB AG 37 Züge im Angebot hat, die ausreichen für die aufkommenden Reisenden. Ich habe laut und deutlich mit einer Folie ergänzt, dass in den Bahnsteiggleisen des Kopfbahnhofs noch ausreichend freie Kapazitäten für weitere 7 Züge vorhanden sind und 37 und 7 sind 44. Reduziert man im derzeitigen Kopfbahnhof beim heutigen Fahrplan die kundenfreundliche Bereitstellungszeit eines beginnenden Zuges von 15 Minuten auf 10 Minuten, gewinnt man weitere freie Gleiskapazität, nochmals für 7 Züge, und jetzt sind wir bei 51, und benutzt man das Gleis 1a, dann haben wir am Schluss 54 Züge, die im Kopfbahnhof möglich sind. Das Ergebnis lautet, der Kopfbahnhof ist leistungsfähiger als der neue Tiefbahnhof. Um 30% leistungsfähiger zu sein, müssten im Tiefbahnhof in der Simulation folglich 70 Züge möglich sein. Bei dieser Zahl wäre der Stresstest nie gelungen. Und jetzt stelle ich die Frage, warum bauen wir denn dann einen neuen Bahnhof, wenn er leistungsfähiger ist als der alte Bahnhof? Ich weiß, es wird argumentiert, die Zufahrtsstrecken seien überlastet. Ich habe für jeden dieser zusätzlichen Züge eine Lücke in den Zulauf- und Ablassgleisen, die kann ich nachweisen. Diese 54 Züge können nicht nur im Kopfbahnhof stehen, sondern sie können ein- und ausfahren in gewissen Richtungen. Zur Frage 2. Ich habe den neuen Fahrplan des Tiefbahnhofs sehr genau überprüft und meine Befürchtungen haben sich bestätigt. Dieser Fahrplan in Stunde 7 im Tiefbahnhof ist ein mit einer theoretischen Simulation berechneter Laborfahrplan, der so in der Praxis schon bei geringsten Verspätungen nicht mehr gefahren werden kann. Warum? Bei 49 Zügen im Tiefbahnhof haben wir in einer Stunde 7 13 Doppelbelegungen. Das heißt, 13 Mal stehen im Bahnsteiggleis 2 Züge hintereinander. Im Kopfbahnhof haben wir die gleiche Signaltechnik. Im heutigen Kopfbahnhof stehen innerhalb von 24 Stunden nur 5 Züge doppelt im Gleis. Und das ist ein ganz erheblicher Unterschied. Außerdem sind im Fahrplan des Tiefbahnhofs, zum Beispiel im Gleis 4, nur Abstände von 3 Minuten vorgesehen, und zwar bei vier Zügen, die unmittelbar hintereinander folgen. Wenn der erste IC zur Minute 0 abfährt, muss mit der Stunde 3 der nächste IC schon wieder im Gleis stehen.
Der fährt nach 3 Minuten ab und nach 3 Minuten kommt wieder der Nächste. Das bedeutet, die DB nimmt an, bei den Halten würden die Verspätungen abgebaut, aber hat nur einer dieser IC 1 Minute, wird das wie eine Schlange fortgesetzt. Wartezeiten im Tiefbahnhof von 30 Minuten sind keine Ausnahme. Die beste Lösung oder die seltsamste ist, dass wenn ein Zug von Zürich Tuttlingen ankommt, 2 Minuten vor seiner Ankunft der Anschlusszug nach Würzburg fährt und die Wartezeit künftig 57 Minuten auf den nächsten Zug dauert. Dieser Fahrplan ist eine reine Theorie. Er steht nur auf dem Papier, um den Stresstest zu bestehen. Ich bin mir persönlich sicher, dass die DB AG diesen Fahrplan im Jahr 2020 oder 2030 oder auch gar nicht in dieser Form nie anbieten wird und nie praktisch in Kraft setzen wird. Dieser Fahrplan ist mit zu vielen Mängeln behaftet. Er ist praktisch nicht verwendbar. Er ist ein Alibi-Fahrplan, nur um den Stresstest zu bestehen. So, und nun zum Schluss noch ein Zusatz in eigener Sache. Ich gehöre keiner Partei an und auch keiner anderen Vereinigung. Ich spreche nur für mich und für den armen Kopfbahnhof hinter mir. Ich habe aber bei der Großdemo vor der Landtagswahl in einer 4-Minuten-Rede auf dem Schlossplatz die Wahl der Partei empfohlen, die mit grünen Ballonen geworben hat. Das war gut so und auch erfolgreich, denn Minister Brenn-Mappus wurde abgewählt. Und wir haben gemeinsam einen neuen Ministerpräsidenten an die Regierung gebracht. Ich weise aber trotzdem darauf hin, dass mein ureigenstes eigenes Wahlziel nicht der Tausch der Panzerlimousine unseres Ministerpräsidenten mit einem anderen Auto ist, auch nicht der Bau von Fahrradwegen, sondern mein Wahlziel war die Beendigung des Projektes Stuttgart 21. Ich hoffe nur, dass das, was ich gesagt habe, dass sich Herr Kretschmann auch daran erinnert, dass er nur gewählt wurde, damit dieses Projekt kippt. Mit diesen kritischen Worten beende ich meinen Part. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und bleiben Sie oben.